Hallo zu On the Grid. Heute mache ich mal was anderes, so wie immer, nämlich Unpacking. Generell steht ja auf Civics Blog mehr als Tagespolitik. Ich möchte mich mal mit einem ganz heißen Thema, passend zu den Temperaturen, beschäftigen, nämlich zum fertigungstechnischen Verfahren des 3D-Druckens. Ich habe mir letztes Jahr im Frühjahr, ich glaube Februar, März herum war es, einen oder war schon Mai, das weiß ich jetzt wirklich nicht mehr, aber da habe ich mir einen Micro 3D-Drucker bestellt. Das war Kickstarter und heute ist das Backerl gekommen. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich mache ein Packing-Video, also ein Auspack-Video, wie man auf Deutsch sagt, oder Auspack-Film. Und jetzt zeige ich euch mal, wie das Ganze ausschaut. So, hier. Natürlich wieder was vorbereitet gehabt, sprich hier hatte ich schon aufgemacht. Zuerst einmal bekommt man ein Dankeschreiben, thanks for your purchase of the Micro 3D Printer. Dann ein Lieferschein, was ist alles dabei. Ich halte es mal so in die Kamera. Hier an der Seite die weißen Trümmer, das ist das sogenannte Filament, also das Füllmaterial. Das sind lange Spulen, auf denen Plastik, das dann vom sogenannten Druckkopf geschmolzen wird und dann in eine neue Form gebracht wird, drauf. Ich habe mir mehrere Spulen besorgt, verschiedenstes Material, einerseits ABS, andererseits PLA-Filament, wie man sieht, jeweils durchsichtig / weiß, also dieser Weißton war, glaube ich, Pearl White. Und ja, genau, einmal blau. Und das müsste jetzt, glaube ich, ja, ein PLA sein. Und wie man sieht, typisch amerikanisch, Plastik verschweißt, vorbildlich gemacht. Und jetzt kommt das eigentliche Ding, um was es sich heute dreht. Nämlich in einem wunderbaren Plopper. Verpackung. Da werden jetzt viele Leute sich freuen. Und ja, jetzt muss ich mal das auseinandernehmen. Und so, da steht er. Ich nehme das mal. Diese Plopfolie ist übrigens echt super. Da werden wieder Kinder eine Freude haben. Aber darum ist es mir bei der Bestellung, die ja 220 Euro gekostet hat. Und jetzt ist noch ein Ding dazu gekommen, eine Zollgebühr von 58 Euro, nicht gegangen. Puh, ja. Schaut schon mal gewaltig aus. Also ich stehe es mir ja auf blau. Dass es jetzt so ein Babyblau ist, war jetzt nicht geplant. Hätte eigentlich gedacht, dass es ein bisschen mehr so blitzblau. Aber okay. Finde ich lieb. Finde ich lustig gemacht. So, da ist der Druckkopf. Und hier M3D, also Micro 3D Printer. Wenn man jetzt das mal anschaut, wie das funktioniert oder auch nicht, dann nimmt man mal das Ding so ab, das Klebeband, das übrigens treffend fast im selben Blauton gehalten ist. Ja, apropos, ich habe es ja im Blog geschrieben, ich bin nach wie vor mit einem Gips verbunden, das wird sich in nächster Zeit nicht so schnell ändern. Ich habe leider den Abnahmetermin erst im August und dementsprechend bin ich natürlich nicht so begeistert, dass ich momentan so eingeschränkt bin. Aber gut, wer nicht Radl fahren kann, soll es lassen. So. Ganz lassen tue ich es nicht. Was auffällt, gleicher USB-Port
wie es bei manchen externen Festplatten und auch beim Printern üblich, also bei normalen Druckern üblich ist. Die Buchse ist für den Strom. Und apropos Strom, danke Amerika. Gleich so wie wir es haben. Kabel, USB-Anschluss für den Computer. Was kommt da aus? Ja, 4 Ampere Output, 5 Volt. Made in China, aber das Ding ist made in USA. Sofern ich mich nicht irre, East Coast. So, machen wir mal den Printer auf. Und ja, gut. That's it. Wer sich jetzt übrigens wundert, was das Ding ist, also das muss ich jetzt selber genau schauen, aber ich habe mal die Vermutung, dass das dafür gedacht ist. Apropos, hier sind noch zwei Sicherungen, die sieht man da hier in Violett. Das sieht man ganz gut in der Kamera. Das sollte natürlich da unten kleben bleiben. Also das Ding ist, glaube ich, die Zufuhr, wenn ich mich nicht irre, fürs Filament. Aber wissen tue ich das nicht. Okay. Ja, natürlich Caution, Nozzle, also Nase, Druckkopf ist hot. Davon bin ich ausgegangen. Ah, da sind noch zwei Blocker aus Schaumstoff. Und ja, ich halte es mal so in die Kamera. Für Leute, die 3D-Printer noch nie gesehen haben, 3D-Drucker haben hier eben einen verstellbaren Bereich. Also hier die Schiene ist für die Höhenverstellung, also die dritte Dimension, weil Höhe, Breite und Länge, also Breiten, Höhen und Längs verschiebbar muss ja der Druckkopf sein, den man hier sieht. Und dann kann man eben vom Plastikhasen bis zur Kunststoffschraube oder Aufhängung oder diversen Playmobil-ähnlichen Spielereien oder was auch immer alles machen. Selber ist der Maiko recht klein. Ich zeige das mal im Vergleich. Abgemessen ist nämlich der Bereich von meinen Fingern ca. 24 cm. Da kommen wir halt so auf die, sagen wir, 20 cm. Das ist die Größe von Micro. Die Druckfläche ist, wenn ich mir jetzt nicht irre, so ungefähr 15x15 oder 16x16. Aber das müsste ich jetzt lügen, müsste ich dann nochmal extra schauen. So. So, irgendwelche Software ist jetzt nicht dabei. Das gibt es zum Downloaden. Für Linux-User gibt es aber schon teilweise selbstgemachte Sachen von Usern, die gesagt haben, sie warten noch nicht oder nicht auf die Sachen von der Firma, sondern sie wollen schon selber was drucken und da gibt es auch eigene Firmware schon dazu. Und ja, was haben wir da? Übrigens, das Backerl ist aus Fulton gekommen, USA. Hier steht es nochmal 57,27 € waren Steuern. Zollabwicklungszuschlag 73 €. Aha, Mehrwertsteuer war noch immer 15 €, also 58,15 € hat das mich noch gekostet, sprich Einfuhrsteuer. Und ja, ich sage mal so, in der nächsten Folge seht ihr dann hoffentlich, wie ich etwas drucke.
Das war's einmal fürs Erste. Und vielleicht habe ich euch ja Gusto auf den Micro 3D gemacht. Ich möchte jetzt aber hier bewusst keine Produktwerbung machen. Ein Hinweis noch. Hier unten ist normalerweise die Ladebox für den fürs Filament. Und da ich jetzt gerade nicht die Ding im Kopf habe, da unten ist die Öffnung, wie es genau aufgeht, man muss da quasi reindrücken und dann kann man es hochziehen, die Klappe. Das kann ich jetzt gerade nicht zeigen, weil da müsste ich anscheinend noch die Position vom Drucker in der Höhe verstellen und das geht so nicht so einfach. Okay, das war's fürs Erste. Ich wünsche euch was. Viel Spaß.